Und damit herzlich willkommen zu einem neuen brandheißen Format auf diesem Kanal. Heute wieder mit Benjamin Wolter. Yo! Und Felix Lobrecht. Yo! Von nahezu jedem Promi auf der Welt kursieren lustige, spannende und oder schlüpfrige Fanfictions. Wer nicht weiß, was eine Fanfiction ist, ich erkläre das ganz kurz. Das sind nämlich meist toll geschriebene, erfundene Geschichten, in denen ihr Lieblingspromi die Hauptrolle spielt. Ja, da lassen sich Fans richtig an der Tastatur aus. Das wird teilweise richtig dirty. Besonders beliebt sind zum Beispiel Fanfictions von Harry Potter oder eben von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Da geht es auch ganz schön heiß her. Wir haben uns heute eine Felix Lobrecht-Fanfiction rausgesucht. Und das Besondere ist, seine Rolle spricht er höchstpersönlich. Ja! Persönlich! 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 Ich übernehme die Rolle des Erzählers und Benny übernimmt die zweite Hauptrolle und Jacqueline Ludermeier. Und wer bist du, Felix? Chef und Felix Lobrecht. Okay, und ich bin der Wie im echten Leben. ich bin der Erzähler. Okay. Die Geschichte heißt Gemischtes Fuck. Das Interview meines Lebens. Es war einer dieser Tage im verregneten Berlin, an denen Jacqueline Ludermeier irgendwie nichts gelingen sollte. Erst hinterließ ihre beste Freundin Gigi Hadid hunderte nervige Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Dann ging ihr neuestes TikTok nicht viral. Doch die 19-jährige Star-Journalistin war schon immer eine Kämpfernatur. Auch das noch. Eine Mail von meinem Chef. Boah, machst du das jetzt die ganze Zeit nicht? Nee, nicht so. Nee, ein bisschen weniger. Ich muss mich doch einfinden in die Rolle, ja, oder? Ein bisschen weniger, okay. Hallo Frau Ludermeier. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass Sie heute Abend Comedy-Megastar Felix Lobrecht interviewen müssen. Sonst geht unser Magazin pleite und ich muss Sie feuern. Wen soll ich interviewen? Felix Lobrecht? Dieser Prolet denkt auch, er könnte sie alle haben, nur weil er lustig und geil ist. Jacqueline seufzte. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit den Elevator Boys hatte sie eigentlich genug von Männern. Aber es half nichts. Sie stieg in ihren Sportwagen, fuhr zu Felix Lobrecht nach Hause und klingelte Sturm. Hallihallo, hallöle, wer ist denn da? Etwa mein Lieblingswuschelkopf und bester Freund Tommy Schmidt, mit dem ich privat gern baden gehe? Fragte Felix forsch in die Gegensprecheinlage. Nein, ich bin Jacqueline Ludermeier. Ah, du bist es. Schade, dass es nicht Tommy ist, weil ich ihm gerne sagen würde, dass ich ihn mehr mag als ursprünglich geplant. Aber dich kenne ich auch, komm doch rein. Ein leises Surren ertönte und die schwere, massiv goldene Eingangstür öffnete sich wie von Zauberhand selbst. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich oberkörperfrei und glänzend herumlaufe. Fragte Felix, leicht außer Atem, mit zuckendem Trizeps. Hab gerade mit Eigengewicht trainiert und parallel ein paar pflegende Öle ausprobiert. Ich muss dringend den Weichheitsgrad meiner Haut erhöhen. Jacqueline musterte Felix Body von oben bis unten. Ihr Lächeln spiegelte sich in seiner seitlichen, wie aus Gusseisen geschmiedeten Bauchmuskulatur wieder. Schon gut. Ich bin ein Profi. Erwiderte sie selbstbewusst. Du wusstest, dass ich komme? Bei mir kommen sie alle. Was für ein böder Witz, dachte sich Jacqueline. Doch bevor sie dem Berliner Bad Boy böse sein konnte, blitzten seine eisblauen Augen auch machen. Blitzten seine eisblauen Augen auf und sie durchfuhr ein elektrisierendes Gefühl der Lust. Hey, sorry für den blöden Gag. Natürlich wusste ich, dass du kommst. Wir machen ein Interview, oder? Genau. Wo machen wir's? Antwortete Jacqueline großstädtisch mondän. Na, wo du willst, schöne Frau. Hauchte Felix, noch leicht dampfend, während er tief in ihre Augen blickte. Also ich bin flexibel. Entgegnete Jacqueline. Wenn ich dich so anschaue, glaube ich das sofort. Jacqueline schnipste mit dem Finger. Kannst du eigentlich nur labern oder auch Taten sprechen lassen? Bei Errate den Song mit Daniel und Benny oder im Podcast mit Tommy machst du immer einen auf mega cool. Aber ich habe so meine Zweifel, ob du das wirklich bist. Felix schluckte und kratzte sich unsicher am Kopf. Mit so einer Ansage hatte der sexy Schnuckel mit dem Schlafzimmerblick nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin, ziehe ich das Leben im Schatten vor. Leider zwang mich mein unfassbares Talent auf die Bühne. Genau das habe ich mir auch gedacht, sagte Jacqueline und streichelte dabei sanft über Felix' Schulter. Genau das habe ich mir gedacht. Wir kennen uns erst seit ca. 28 Sekunden, aber ich glaube, du hast meine Seele gesehen. Stammelte Felix, leicht aufgelöst.
Sag mal, darf man bei dir rauchen? Ich hab tierisch Bock, eine zu quarzen. Urplötzlich verwandelte sich der gerade noch so zerbrechliche Felix wieder in Deutschlands coolste Sau. Meinst du eine normale Ziggy oder willst du lieber gepflegt eine dicke Kräutertüte weglöten? Hab alles da. Konterte Felix mit selbstgefälligem Blick, während er lässig an eine Glaskuppel anlehnte, unter der sich ein von Erkan und Stefan signiertes Handtuch befand. Damit beeindruckst du mich nicht. Auch nicht mit deiner schicken Buddy hier. Glaubst du, auf sowas stehe ich? Felix' Blick wird starr und ernst. Du bist eine einzigartige Frau, Jacqueline. All mein Reichtum, mein Fame und meine Freundschaft zu Benny Wolter, dem deutschen James Corden, scheinen dir völlig egal zu sein. Du bist einzig und allein an mir interessiert. Jacqueline geht an Felix vorbei in Richtung Wohnzimmer. Ich mag deine Plattensammlung. Danke, ich liebe Ben Zucker und die Solo-Sachen von Sandy Mölling. Habe auch die Vinyl des letzten Culture Candela Albums da. Wenn du was hören willst. Nein, danke. Was steht so als nächstes bei dir an? Fragte Jacqueline, während sie ihr Kinn mit Daumen und Zeigefinger streichelte. Ich drehe am Wochenende die ersten Folgen einer neuen Comedy-Serie. Prustete Felix heraus, während er freudig in die Hände klatschte. Boah, wie scheiße geil ist das denn? Worum geht's? Es geht um vier Freunde, die an einer Tankstelle arbeiten und ich habe die Ehre, mit meinen großen Idolen zusammenzuarbeiten. Bernd Stelter spielt Ölwechsler Tuffy, Multitalent Matze Knob mimt Lackierer Hans-Friede Nörgel und Kalle Pohl spielt sich selbst. Jacqueline lächelte und streichelte Felix zart über die Wange. Klingt toll, du wirst sie umhauen. Verliebt nahm Jacqueline Felix an die Hand und die beiden verschwanden im leicht überdekorierten Schlafzimmer, aus dem in den nächsten 7,5 Stunden nur geiles Knurren und lustvolle Schreie hallten. Oh! Doch irgendwann ist auch die schönste Nacht vorbei und der nächste Tag brach an. Arm in Arm liegend und doch etwas entkräftet, wachte Felix zuerst auf. Nun liege ich hier, wach geküsst vom Morgentau und halte die wunderschönste Frau der Welt in meinen starken, öligen Armen. Felix blickte tief in Jacquelines Augen. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Glücksverkatert. Felix fuhr Jacqueline zärtlich durchs Haar. Das hast du toll gesagt. Normalerweise lud ich Frauen wie dich nur zu mir ein, um nach ein paar Drinks mechanisch abzuleichen. Aber bei dir ist es anders. Das wusste ich von Sekunde 1 an. Du machst mich komplett, Felix. Nur du allein. Felix lächelte zufrieden, doch dann fiel ihm plötzlich etwas Wichtiges ein. Sag mal, wann führen wir denn eigentlich das Interview? Jacqueline lächelte den sichtlich schockierten Felix an, fuhr mit dem Zeigefinger über seine Lippen und entgegnete. Weißt du, dafür haben wir jetzt unser ganzes Leben lang Zeit. Das war's. Gemischtes Fuck. Kurzes Feedback von euch Schauspielern. Ist das verfilmbar? Was sagt ihr? Ja. Oder? Ja. Alles klar. Liebe Freunde, wollt ihr mehr Fanfictions vorgelesen bekommen mit anderen Promis? Und was macht eigentlich gerade Kalle Pohl in Wirklichkeit? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir gehen jetzt zur Endcard. Oben. Warum lieben Rapper Bargeld? Von Hype Culture. Hype Culture. Hype, Hype, Hype. Und unten gibt's die letzte Folge An diesem Tisch wird gelogen mit Comedian und Autor Oliver Polak. Polak! Bleibt gesund und ficket!